Ein Willkommen auf meiner Videoseite Soziale fachliche Betreuung. Heutiges Thema Alltag und Betreuung. Also Betreuung im Alltag, Alltag und Betreuung ist ja das gleiche. Alltagsbetreuung quasi ist für alle Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen Altersschwäche, Beeinträchtigung oder auch psychische Probleme nicht mehr im Alltag klarkommen oder im Alltag nicht mehr bewältigen können. Sei es Briefe zu öffnen, um Rechnung zu bezahlen, weil die Angst da ist, wieder eine unbezahlte Menge an Geld bezahlen zu müssen. Oder Formulare in Beamtensprache, die man teilweise wirklich nicht versteht, zu beantworten, wo man sich selber noch ein bisschen mal reinfummeln muss. Oder weil die Person die Sprache nicht kann. Und da gibt man eben Unterstützung. Oder bei Beeinträchtigungen wie Rollstuhlfahrer, dass man jemandem im Haushalt hilft. Es gibt viele Möglichkeiten. Diese Menschen haben schon einiges erlebt. Darauf sollte man auch eingehen, auf die Erfahrung, auf die gesundheitlichen Erfahrungen dieser Menschen. Und seine eigenen Erfahrungen aber auch einfließen lassen. Wenn man schon länger in der Branche ist, fällt es einem natürlich leichter. Man hat ja schon Erfahrungen von anderen gesammelt, man hat seine eigenen Erfahrungen gesammelt und sammelt jetzt die Erfahrungen des neuen Klienten. Und das kann man also einfließen lassen. Da kann man quasi Geschichten erzählen über Sachen, wo vielleicht auch einiges Hilfsbereite für den Klienten da ist, was der sich an oder die sich aneignen kann. Gibt es viele Möglichkeiten. Beim Helfen, sage ich jetzt mal so, man hilft soweit man kann, das was die Personen selber können bei der Alltagsbetreuung, das sollen sie auch bitte schön alleine machen. Weil man sollte ihnen nicht die Arbeit abnehmen, man soll sie nur unterstützen. Man hilft in Situationen, wo sie, die sie selber nicht bewältigen können. Man hilft aber nicht unbedingt ein Glas aufzumachen, wenn sie es selber können. Das sollen sie dann auch selber machen. Entweder die Sachen machen lassen oder diese Person schafft die Probleme sofort. Und wenn es Unterstützung braucht, man muss selber schauen, man sieht es ja selber, hat es Probleme dabei, dann kann man fragen, brauchst du Hilfe oder brauchen sie Hilfe? Ja oder nein, dann kommt man oder kommt nicht. Das ist so die Alltagsbetreuung. Das ist auch der Nachteilsausgleich, was jetzt nicht im schulischen Bereich liegt, sondern eher in der Erwachsenenbetreuung. Besonders im psychosomatischen Bereich, wo dann auch ein Betreuer da ist, der sich dann um das Geld kümmert, der dann vielleicht eine Haushaltshilfe organisiert über die Krankenkasse, über eine bestimmte Pflegestufe, weiß ich jetzt nicht genau, aber die Haushaltshilfen gibt es. Der dann auch mal zu Ämtern mitgeht, zum Beispiel. Das sind zum Beispiel diese Alltagsbetreuer. Über diese Betreuungsbehörde quasi. Ja, das war es zum Thema Betreuung im Alltag. Einen schönen Tag wünsche ich noch. Tschüss.